Das ist der Mann, der vor 10 Jahren mit den Krefeld-Pinguinen die deutsche Meisterschaft geholt hat. Und der Mann, der gesagt hat, es gibt für mich nur einen Herzensverein und das sind die Krefeld-Pinguine. Also sowas Tolles hat man selten erlebt. Zurückblicken und drückt dem Team natürlich für den Rest der Saison die Daumen.